Hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute geht's um uns zwei einerseits. Das ist der Norbert. Hi. Aber vor allem geht's um unsere Autos. Und da wird euch natürlich sofort auffallen, es sind beides Teslas. Aber natürlich unterschiedliche, denn wie ihr wisst, ich habe ein Model 3 Long Range mit Rear Wheel Drive. Und du? Es ist ein 90D, also Dual Drive, Allrad und 90er Kilowattstunden. Spät 2016er Modell. Genau, das ist, wie AP2. Mein Sohn mir gesagt hat, nach dem Facelift. Ja, dem Facelift. Genau. Und vor allem Autopilot 2. Also 90 Kilowatt. Ja. Ich habe 75 Stunden. Ja. Kilowattstunden, ja. Das ist, was ich gerne vergesse. Wieder korrigiert. Ja. Ich habe 75. Das heißt, was hast du für eine Reichweite? Also es war mal 420, jetzt sind es 390. So in den Dreh. Ich habe schon Degradation. Ja. So 9-10%. Ich war letztens bei Obe zum Testen und da waren, glaube ich, 9% Degradation. Grüße an Obe an der Stelle. Ja. Extra nach Lübeck gefahren. Das heißt, du hast zwar 90 statt 75 Kilowattstunden in der Batterie, aber eine Reichweite, die fast halb so groß wie meine ist. Weil der Verbrauch natürlich höher ist. Mein durchschnittlicher Verbrauch nach den 80.000 Kilometern, die ich gefahren habe, ist bei 228 Wattstunden pro Kilometer, also 22,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Okay, und bei mir ist 15. Okay, das heißt, da sieht man schon den ersten Unterschied zwischen Model 3 und Model S. Was natürlich auffällt, ist, hier stehen sie also schön vertraut hinten beieinander. Da fällt mir jetzt erstmal noch kein so großer Unterschied auf, oder? Ich bin ja auch ein Laie. Aber wenn wir jetzt mal nach vorne gehen, dann sieht man ganz geringfügig, doch natürlich schon, ist er länger, ne? Dann fällt mir auf, dass du hier Griffe hast, die rauskommen. Ja. Die habe ich nicht, weil bei mir sieht es ja so aus. Die können schon nicht kaputt gehen. Genau. Weil es gerne ein Problem ist, dass die hinteren nicht gehen beim Model S. Ah, okay. So nach der Zeit. Also typisches Garantiethema, wenn man noch in der Garantie ist. Du hast andere Felgen. Die haben einen speziellen Namen, aber wir wissen nicht, wie die heißen. Das wird sicher gleich runtergeschrieben. Genau. Also alle Tesla-Experten, auch Uwe, ihr könnt alles hier drunter schreiben. Wir sind einfach nur User, kann man sagen. Ja. Mach doch mal deinen Kofferraum auf. Wir fahren zu viert mit Hund, der komplett ausfüllt. Und zwei Teenager in den Urlaub haben wir dann eine Dachbox, um das Gepäck unterzubringen. Darunter bringst du natürlich noch ordentlich Gepäck unter und vorne im Frunk. So. Also der sieht jetzt auf den ersten Blick optisch nicht kleiner aus. Nee. Vielleicht von der Breite ein bisschen. Und du hast genauso viel, fast genauso viel. Nur die Breite macht es halt aus. Der Breite hast du ein bisschen weniger. Okay. Ich messe das hier gerade mal aus. Ganz fachmännisch, ne? So wie ich halt bin. 1, 2, 3, 4. 4,5 und bei mir 1, 2, 3, 4. Ja, nach 50 Jahren Klavierspielen kann ich sagen, das sind ungefähr 8,95 cm, würde ich sagen. Ja, genau, es ist so ungefähr eine übermäßige Quart. Was fällt mir noch auf den ersten Blick? Glasdach auch, ne? Ja. Ah, du hast einen Ski wieder. Das muss man wollen. Also ich habe es jetzt genommen, aber es wäre nicht zwingend notwendig. Nee, bis wohin geht es dann auch? Ah ja, kriegt mal frische Luft und du hast ja auch noch Haare, insofern. Ja, dann gucken wir mal bei mir noch, ob dir irgendwas auffällt. Den Fahrstuhl noch an. Ah, sorry, ja. Okay, ich guck mal gerade bei der Gelegenheit, wie es bei mir aussieht. Aber ähnlich. Ich würde sagen, dass er nicht so tief ist. Das ist, ne? Vorteilhafter, finde ich, zum Beladen. Das ist so ein bisschen eher gedrängt da beim Model S. Okay. Aber im Model S bei mir, stimmt, ein bisschen weniger Platz, weil es eben Dual Drive ist. Also wir haben hier ein bisschen eine schönere Form. Ne? Mhm. Also bei der ist es ein bisschen tiefer. Ja, so. Tiefer dafür ein bisschen schlank. Der Motor ist nicht viel größer als so, sage ich jetzt mal. Ja? Echt? Okay. Da ist noch ein bisschen andere Elektrik drin. So, da kann man sogar noch reinschauen. Ich meine, Model D steht, also das 90D steht ja auch für so einen kleinen Diesel, weißt du, damit die Reichweite. ist aber ein kleines Tesla-Geheimnis. Ja, das darf nicht. Eigentlich sind Tesla Hybride. Das sind eigentlich Hybride, aber das weiß niemand. So stehen die da. Schick, also alle beide doch, ne? Aber doch deutlich andere Optik hier. Ist jetzt vielleicht ein bisschen psychologisch weit interpretiert, aber ich hatte auch mal ein Programm, wo ich mich mit solchen Sachen beschäftigt habe, ob männlich oder weiblich Autos aussehen. Und ich würde schon sagen, dass das Model 3 weiblicher aussieht. Die Augen hier sind schon deutlich aggressiver. Fordernder. Ich vermute, dass bei dir die Autos auch mehr von der Überholspur weggeben würden als bei mir. Es hat eine gewisse Überholautomatik, das stimmt schon. Der andere sieht eher so ein bisschen drollig aus, ne? Also so nett. Dann würde ich jetzt gerne mal reingucken. Ja, erstmal größer. Mhm. Ach ja, klar, das Display ist natürlich größer. Viel größer. Hochkant. Bin ja noch nie im Model S gesessen. Mhm. Das ist natürlich tatsächlich ein totaler Unterschied.
den Vorteil beim Navigieren, finde ich, vor allem beim Navigieren, dass du links im Zentraldisplay immer noch dieses Navigon, die GPS hast. Ja. Ja, da siehst du wirklich kurzfristig, wo die nächste Abzweigung ist. Musst dich da nicht auf dem Zentralbildschirm orientieren. Aber ich will jetzt auch gar nicht so ein richtiges Model S versus Model 3 Review machen, sondern wirklich nur so, was mir so auf den ersten Blick auffällt. Geräumiger, größer, tatsächlich nicht unpraktisch. Sogar, du siehst hier sogar direkt den Verbrauch direkt, zum Beispiel direkt vor der Nase. Bisherigen Gesamtverbrauch bei 83.000 Kilometern sind also 18 Megawattstunden, ja? 18.000 Kilowattstunden. Siehst du in der mittleren Zeile. Ah ja. Und auch den Durchschnittsverbrauch von eben 22,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Was hat das gekostet? In der Ausstattung über 120. Ja, das ist natürlich dann, meins hat jetzt 51 gekostet insofern. Wobei heute dieselbe Ausstattung sogar mit P-Modell etwas über 100 ist. Also die Preise sind ja doch stark gerutscht. Ich vermute, von der Funktionalität habe ich das alles auch. Das nicht geteilt, das ist natürlich ganz nett, wenn man hier eine geteilte hat. Also das geht ja auch nur mit... da hast du einen extra Knopf. Es gibt einen Knopf. Cool, ja. Okay. Und dann natürlich die Fahrersitze und Beifahrersitze verstellbar und einspeicherbar und den ganzen Kram. Der hat auch das Kältepaket, weiß nicht, ob das deiner auch... hat. Da kam also hinten auch Sitzheizung. Das wird im Winter gerne von den, Mainz hat inzwischen von den Jugendlichen durch genommen. Dadurch, dass ich ja dank meiner Zuschauer nochmal abgegradet habe auf das Long Range, habe ich eben auch hinten das Paket. Ich habe das Gefühl, du hast da einen mehr. Was ist das? Der ist für die Feststellung des Autopiloten. Hast du das Full Self-Driving? Nee, hast du auch nicht. Nee, das wäre noch extra. Genau. Gehen wir mal in Mainz. Beim Aussteigen, kleines Detail, sowas gibt es natürlich bei mir auch nicht, ne? So Griffe oder sowas. Jetzt bin ich mal gespannt, was du zum Model 3 sagst. Ich finde es spannend, minimalistisch. Es ist wirklich... Nein, ich meine nicht, weil was fehlt, aber es kommt mit wenig aus. Du brauchst viel Schnickschnack nicht. Und wir sehen jetzt hier, dass unser bisheriger Verbrauch im Schnitt ungefähr bei 15,2 gelegen hat, was ungefähr der Herstellerangabe entspricht. Man muss sich natürlich daran gewöhnen, an diese Verstellknöpfe am Lenkrad, die wirklich zu nutzen. Ich verstehe zum ersten Mal, seit ich jetzt da drüben drin gesessen habe, warum die Leute sagen, dass da ja bei dem Model 3 überhaupt nichts drin sei. Aber die haben natürlich am Anfang auch beim Model S natürlich die Leute abgeholt bei ihren Fahrzeugen, wo sie waren. Ja. Wenn die gleich mit sowas gekommen wären, mit einem Zentralbildschirm, da hätte es wahrscheinlich enorm viel Unverständnis gegeben. Ja. Was sagst du zum Lenkrad? Übersichtlich. Aber sportlich klein. Nein, ohne Witz. Hat ein bisschen was von dem Go-Kart, von der Größe, ja klar. Aber tut's doch, ist doch gut. Ja, heiz mal, klar, durch das Kältepaket, oder? Ja doch. Nee, Lenkradheizung hat er keine. Das hat es im Kältepaket hier schon. Ja. Okay. Das tut mir jetzt leid. Ja. Ziehst du halt Handschuhe an im Winter. Woran erkennt man den Model 3 Fahrer? Handschuhe. dicke Fäustlinge im Winter an. Vielleicht auch wirklich wichtig zu erwähnen, dass das auch jeder versteht. Viele denken, im Sommer ist der Stromverbrauch zu hoch wegen der Klimaanlage. Es ist erstaunlich wenig Einfluss, die Klimaanlage selbst. Okay. Ich fahre auch in der Übergangszeit, mache ich sie dann auch oft aus. Das macht wenig Unterschied. Aber im Winter merkst du es, wenn es kalt ist, da ist der Verbrauch einfach um 15-20% höher. Durch die Erwärmung, das sind, ich weiß nicht, 8 kW, die da die Heizung ausmachen. Und die spürst du natürlich auf Dauer. Was fällt dir so insgesamt jetzt auf, wenn du hier drin sitzt? Eine schön große Mittelkonsole. Es ist schon deutlich, es ist mehr Platz in den Ablageflächen. Ja. Was ganz klasse ist, was hier Ablageflächen in der Tür, was beim Model S nicht ist. Das ist schon praktisch, ebenso für so Krimskrams, den man so hat. Ja. Ich finde, der ist auf den ersten Blick, ich bin jetzt ja kein Superspezialist, aber der ist ordentlich verarbeitet. Das sind keine irgendwelchen Macken oder irgendetwas. Es gibt, guck mal, links neben dir von dieser Nasenart, das waren 15. Ah, hier, ja. Das von ist denen aber, hat er an jeder Seite einen. Ja, mit den Dichtungen, das hat auch, die Model S haben das gerne, dass die Dichtung so ein bisschen verschwindet. Die muss man immer wieder mal rausziehen, aber wenn das stört, dann sollte man sich ein Fabrikat der deutschen Hersteller kaufen. Die haben natürlich da wirklich 80 Jahre Vorsprung, ganz klar. Die Spaltmasse ist manchmal so schlimm, dass man Ladung verliert, habe ich schon sagen lassen, beim Tesla, aber... Also Kinder immer anschnallen, wegen der Spaltmasse. You're joking. Ja, hier merkt man doch nochmal ein paar kleine Details. Das ist mein Schlüssel, außer die App natürlich. Und das ist deiner. Also du hast doch gar keine Karte. Ich habe keine Karte. Ich habe da ein paar Knöpfe dran. Also wenn man oben drauf drückt, öffnet man oder schließt. Mit zwei drücken öffnen und einem schließen. Vorne geht der Frunk auf, zweimal drücken. Hinten Kofferraum, kann man aber auch schon wieder schließen damit. Cool. Okay. Ist ganz praktisch, hat man immer so eine Hosentasche. Und der Transponder öffnet beim Vorbeigehen oder Reinsteigen automatisch die Tür. Okay, dann würde ich sagen, ich fahre jetzt mit deinem Auto, du fährst mit meinem eine kleine Runde und dann unterhalten wir uns am Anschluss nochmal, oder? Die Erfahrungen, ja.
Ja gut. Also er hat ja gesagt, ich soll mal ausprobieren, auf die Tube zu drücken, weil das sei ja doch ein ganz schöner Unterschied. Und ich meine, ich habe jetzt wirklich nur so ganz kurz mal auf dieser Strecke. Ja. Das ist schon eine andere Kategorie. Das macht einfach nur Spaß. Das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum ich den Tesla fahre. Okay. Weil er so Spaß macht, weil du mal schnell Gas geben kannst und so irre beschleunigst. Das ist also für mich ist Model 3 dann praktisch das, was ich da habe, ist absolut okay. Hast du mal beschleunigt dann und hast den Unterschied auch gemerkt? Ja, 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 ja. Es ist sanfter, sage ich mal. Ansonsten, ja, also es riecht ein bisschen mehr nach Auto und es erinnert mich auch mehr so an, wenn ich in Amerika so einen Leihwagen habe, so... Hast du irgendwelche großen Unterschiede gemerkt oder irgendwas? Interessant, der Blinker bleibt nicht stehen, also du gibst ihm quasi einmal das Kommando, dass er unten bleiben soll, dann blinkt er auch dauerhaft. Mhm. Unserer, also der Model S, der ist noch klassisch, der rastet sozusagen ein in der Blinkposition. Ich habe gerade noch einen Unterschied entdeckt, macht die Ladeklappe, AC-DC, sehr schön. Ja, klar. Geht so auf. Und ja, und den anderen unten drunter hast du gar nicht? Nee, das ist ein anderer. Tesla Model 3 hat eben diesen anderen Stecker da. Ich weiß gar nicht den... Ja. Ah, den kann ich auch so öffnen, okay. Und am Supercharger gibt es dann zwei Ports. Einer für Model S und X und einer Model 3. Also zwei verschiedene Stecker. Okay. Deswegen gibt es auch manche, die diese beiden haben und die sind dann eben vorrangig Priority für Model 3. Ja, ich sitze zwar meistens vorne, aber hinten muss ich natürlich auch mal schauen, wie es aussieht. Diese zusätzliche Länge muss ja irgendwo sein. Ne? Da kommt eigentlich der Platz hin. Ne? Also, dass man hinten besser sitzt. Was meine langbeinigen Familienmitglieder immer bemängeln, und das ist hier auch nicht anders, ist, dass die Sitze relativ kurz sind. Das ist richtig. Sie sind kurz und vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass die Batterie drunter liegt, gehen die Beine sozusagen nicht nach unten durch. Also relativ die Knie oben. Genau. Das ist Freunden von mir aufgefallen, die hinten gesessen sind. Das ist natürlich auf Langstrecke ein Faktor, den man... Weißt du, ob es beim Model X anders ist? Ich meine, im Model X sitzt du angenehmer hinten mit den vielen Sitzreihen da. Das ist schon natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also wir sind, glaube ich, beide zufrieden mit unseren Autos. Große Freude. Große Fahrfreude. Vielen Dank, dass ich deinen testen durfte. Vielen Dank auch für die Beratung im Vorfeld natürlich. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine, spontane Vergleich von zwei Nicht-Experten, sondern Autofahrern gefallen. Und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Abonnieren, liken und weiter teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Euer dieser Dad und Norbert. Tschüss.